Willkommen zurück zu Cave Story. Beim letzten Mal ging es darum, ein Passwort zu finden. Wenn ich mich recht erinnere. Genau, war das hier. Das Passwort. Drauf schießen hat nicht funktioniert. Was ist denn da unten? Da unten ist auch nichts mehr, da wo das weiße Viech hin und her rennt. Okay. Ups. Einmal Max, bitte. Vielen Dank. Und mir wurde gesagt, ich soll nicht so drauf achten, dass alle Waffen maximal sind. Naja, das habe ich jetzt, aber. Ich werde nicht drauf bestehen, dass das so ist. Hey, 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 verdammt! Nein! Wie zwei Level down. Ach, Mist. Nein, ein bisschen Heilung. Und wieder. Ja, Level 3, noch nicht ganz. Jetzt aber, oder? Ja, Level 3, immerhin. Also zumindest hier bei der Standardwaffe mit unendlich Munition hätte ich gerne Level 3, weil die dann doch deutlich mehr Schaden macht, habe ich das Gefühl. Und dementsprechend wäre hier Max auch geschickt für den Fall der Fälle, wenn ich mal wieder getroffen werde. Und die restliche Truppe. Mist, da war eine Rakete. Mit dem Schild kann man nicht zur Nummer 0. Ja, klar, das hatte ich ja schon. Gut, die Raketen brauche ich nicht. Aber hier ist auch kein Passwort. Moment, ich sehe gerade, ich bin gar nicht vollständig geheilt. Ach, das dauert jetzt zu lange, genug aufzu. Okay. Also, ich weiß nicht, ob man das Passwort hier findet, in diesem Level überhaupt. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen durch und schaue mich so komplett von oben bis unten nochmal durch, nochmal um. Aber ich bin irgendwie nicht wirklich motiviert, alle Eier auszuprobieren. Kann man überhaupt zu allen oder kann man nur zu den. Nee, man kann nämlich. Na, zu dem Vierer kann man nicht, zu dem Dreier kann man nicht. Okay. Ich werde jetzt bei allen Eiern darauf achten, ob man da irgendwie hin kann. Vielleicht ist da ja doch das Passwort. Im Sechser war ich schon. Ups. Heilung. Sehr gut. Zwei Punkte halt das. Ist nicht so viel. Aber wenn man sich nicht als blöd anstellt, so wie ich gerade, dann sollten die zwei Punkte ja ausreichen. Naja, so viel dazu. Na, Erfahrung und Erfahrung. Kommt her, ihr Kleinen. So, da oben war ich schon. Da kann man speichern. Mach ich aber jetzt gerade mal nicht. Heilung, yay. Okay, also ich sehe jetzt bisher nichts Neues, was ich noch nicht erforscht hätte, wo ich. Machen die eigentlich Flächenschaden? Nein. Wo ich potenziell das Passwort hätte finden können. Da hat gerade die Steuerung gesponnen. Ich wollte mich eigentlich gerade umdrehen. Okay. Naja, passt schon. Auch hier, die 13 kann man nicht. Kein Herz. Also von der Rakete hätte ich mir ja ein bisschen Flächenschaden erhofft, ehrlich gesagt. Gerade um so durch solche Säulen durchfließen zu können. Ich muss eigentlich drauf geachtet, die 15 kann man nicht. Und bei der 14 kann man auch nicht rein, ne. Ich muss dich eigentlich nicht töten, ich habe genug Erfahrung, ich habe genug Leben. Aber egal. Du bist ein Gegner, du musst dran glauben. Vielleicht weiß der ja das Passwort. Nee, der weiß das Passwort nicht. Es sei denn, es ist großes P, großes O, großes B. Naja, dann teleportiere ich mich ja eben zurück zu Arthurs Haus, wenn es hier das Passwort nicht gibt. Vielleicht gibt es hier was Neues. Chat-Algorithmus ausführen. Ah, Kazuma, bist du da? Bist du okay? Su? Bist du es? Bist du es wirklich? Ja, ich bin's. Su Sakamoto. Du bist auch entkommen. Wo bist du denn? Ich habe Dracheneier gefunden. Ist Mutter mit bei dir? Die Tür ist verschlossen oder versperrt und ich komme nicht raus. Ich bin immer noch in diesem Unterschlupf. Der Sektorcode ist Grasstown. Grasdorf.
Grasstadt. Schau mal, ob du einen Scan von dir aus laufen lassen kannst. Und Mutter ist nicht hier. Ich denke, sie könnte noch beim Doktor sein. Gibt es irgendwelche Dracheneier, die gerade ausschlüpfen können? Ja, wenn es eins von denen kann gerade schlüpfen, aber es braucht ein Passwort. Kannst du was dafür tun? Okay. Der Ort von dem wurde gefunden in dem Scan. Und jetzt wird gescannt nach funktionierenden Teleportern. Und die Verbindung zu Grasstown wird hergestellt. Okay, ich komme mal und helfe dir. Warte einfach, wo du bist. Okay. Übrigens, ich könnte wirklich was zu essen vertragen. Oh. Wann kommt der andere Junge hierher? Das ist der King, ja? Nicht wahr? Das müsste der King sein. Du bist zurück. Ich habe auf dich gewartet. Ja? Was denn jetzt schon wieder? Ich bin beschäftigt. Toroko wurde gekidnappt. Vom Doktor oder von dem Doktor seinen Typen. Was? Und du bist dafür verantwortlich. Nein. Lass mich gehen. Nein, tun wir nicht. Okay. Da steht was auf dem Bildschirm, nämlich Grasstown. Cool. Komm zurück. Sue ist zurück. Und sie wurde eingesperrt im Käfig draußen. Was? Im Käfig? Und wenn dem Doktor seine Typen wiederkommen, dann wollen wir Toroko zurückkriegen im Austausch für Sue. Verstehst du? Was? Das ist nicht nett. Ja, das ist nicht nett. Meine Güte, sind die asozial hier. Einmal speichern, für alle Fälle. So asozial wie die sind, vertraue ich denen gerade auch nicht mehr. Da ist der Käfig im Mimiga-Dorf. Lass mich sofort raus! Halt deinen Mund. Du bist der Grund, warum Toroko entführt wurde. Deine einzige Chance ist, dich einzutauschen oder dich den Gegnern zu ergeben und fürs Beste zu hoffen. Du komm. Creep-eyed. Gruselig guckender Typ oder so, keine Ahnung. Wenn wir Toroko nicht sicher zurückkriegen, dann. Oh, dann will ich dich auseinanderreißen. Meine Güte, ist der liebenswert. Ich hab doch gesagt, ist der böse. Selbst wenn er zum Dorf gehört, er ist böse. Ich mag ihn nicht. Na, einmal springen. So. Kann ich in der Luft umdrehen? Finde ich gut. Hey, ich bin eingesperrt. Den Doktors Anhänger haben der Mimiga, genau, Toroko entführt. Und Toroko war die einzige wohl, die Sue mochte. Und deswegen, ja, wahrscheinlich auch deswegen wird Sue jetzt verantwortlich gemacht. Warum gehe ich nicht stattdessen? Mein Bruder ist in Grasstown. Finde ihn und bring ihn her. Okay. Das ist das Schicksal von allen, die die Ordnung oder das, ja doch, die Ordnung im, den Frieden im Dorf stören. Was eingesperrt werden? Oder von dem psychopathischen Typ geopfert werden? Nochmal kurz speichern, und damit ich das Gespräch da draußen nicht wieder machen muss. Und ab nach Grasstown! Nein, ich will nach Grasstown. Connected to Grasstown. Ah, das kann man auswählen. Ist ja praktisch. Ja, Grasstown, los geht's! Ah, die Musik ist ja toll. Schluck getrunken, deswegen die Pause. Da steht jemand. Santas Haus. Oh, hier wohnt Santa, der Weihnachtsmann. Hm? Da oben ist wieder jemand. Ah, Moment, Grasstown. Das wird aber ein anderes Dorf sein. Hallo, ich bin Santa. Ich war gerade Wasser holen, als ich plötzlich angegriffen wurde von Monstern. Aber ich bin entkommen und bin nach Hause gerannt. Aber irgendwo auf dem Weg habe ich meinen Schlüssel verloren. Und deswegen komme ich jetzt in mein eigenes Haus nicht mehr rein. Kein Problem. Ich schieße dir die Tür auf. Na, okay, das funktioniert nicht. Wer bist du denn?
Hai ein. Oho. Ein Krieger von der Oberfläche? Ich dachte, der Krieg wäre vorbei. Na, egal. Pass auf die Power Critter. Wenn sie auf ihr landen, tut's weh. Das sind wohl die Gegner, die hüpfen. Nehme ich an. Die sind jetzt hier wahrscheinlich in einer stärkeren Version. Deswegen Power Critter statt Critter. Die Großen sind die Power Critter. Alles klar. Wenn der auf mir landen will, dann will ich ja gar nicht drunter sein, sondern ihn von der Seite anschießen. Sag mal. Uiuiui. Da. Dann mal Raketen verwenden. Nein. Haha. Gleich wieder auffüllen. Raketenwerfer ist ja gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ups, das ist auch viel dazu. Oh, Heilung, Heilung, schnell. Nein! Wow, das sind alles Power Critters. Power Critter. Und da ist Santas Schlüssel. Yay! Mit einem umgekehrten E drauf. Nein! Nein! Juhu! Der Raketenwerfer ist echt super. Und jetzt wieder gemaxt, aber die Munition fehlt gerade noch ein bisschen. Ah, da ist einer. Eine Rakete. Na? Nicht mit mir. Ich dachte, da wäre eine gewesen. Verdammt. War da nicht irgendwas? Oder habe ich die. Ne, die sind schon. Wahrscheinlich sind die schon verschwunden. Ja. Man kriegt ja genug Munition, scheint mir. Dann kann ich mir auch mal gönnen, ein paar Raketen zu verschießen. Ich dachte ja am Anfang so, ey, das ist voll selten, hat man ja gesagt. Das. Als ich den Raketenwerfer gefunden habe, wurde mir ja gesagt, boah, das ist voll selten. Die Munition dafür. Oh Mist, jetzt habe ich es glaube ich versaut, da hochzukommen, oder? Ach, verdammt. Oder komme ich da dann noch irgendwie hin? Ein letzter Versuch. Also, sobald ich hier bin. Nein. Na, jetzt aber. Sag mal. Ich lade mal eben. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Willkommen zurück. Das. Genau, ich habe alles mal nachgestellt hier eben. Aber ich sehe gerade, so richtig viel bringen tut es irgendwie nicht. Schade. Ich dachte, das wäre vielleicht der Weg nach oben. Aber. Na. Na. Jetzt aber. Hier bin ich. Munition. Jawohl. Keine Ahnung, vielleicht kann man ja doch noch nachher irgendwie fliegen oder so. Ups. Ich weiß nicht, mit dem Raketenwerfer komme ich irgendwie nicht so gut zurecht. Ich habe das Gefühl, der hat so eine gewisse Verzögerung. Zum einen wahrscheinlich tatsächlich die Startverzögerung. Und zum anderen dürfte das sein, dass die Raketen einfach so langsam fliegen, verglichen mit den Schüssen. Komme ich vielleicht von hier aus darüber? Ich will den Herzcontainer. Das muss doch irgendwie möglich sein. Die Fliegentheorie glaube ich mittlerweile gerade selber nicht mehr. Ah, das sieht doch gut aus. Ja, wunderbar. Yippie! Wie viel Leben hatte ich gerade? 9? Ne, 16. Jetzt habe ich 21. Juhu! Zur Feier des Tages einige Raketen verschießen auf diese Fledermaus. Dann kriege ich auch gleich wieder eine. Ach, das Spiel ist so toll. Die Musik ist so toll. Ups. Das ist eine Falle. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Eine Rakete habe ich weniger. Hätte ich vorhin sehen? Weiß gar nicht. Nein, hat sich erledigt. Das da ist eine blöde Falle. Da fällt man einfach durch zu den roten Stacheln. Das ist ja, das ist so böse. Gerade wollte ich sagen, oh, das Spiel ist so toll. Und dann sterbe ich. Naja, klar. Okay, hier haben wir eine Tür. Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme gerade. Vielleicht damit? Nein? Nein. Finde wahrscheinlich durch die Tür durch. Chacos Haus. Ja, ich möchte gleich mit dir sprechen, aber zuerst möchte ich speichern, bevor ich da draußen wieder drauf gehe. Hallo. Hast du Santa schon getroffen? Scaredy Cat. Hier kann ich mich ausruhen, um
Leben wieder aufzufüllen. Und hinten dran ist ein Loch. Man kriegt garantiert noch eine Möglichkeit, später Feuer zu löschen und dann nochmal hierher zu kommen und neue Dinge zu entdecken. Wahrscheinlich kommt man dann da oben bei dem Feuer raus. Das heißt, die Levels sind so designt, dass man da mehrfach rein kann und immer wieder neue Sachen entdecken kann. Wow, nicht da runterfallen. Und sowas gefällt mir eigentlich, das mag ich. Es gibt noch ein anderes Spiel, das ich vielleicht spielen möchte. Ich sag jetzt nicht welches, aber in dem muss man auch in die Level zum Teil zwei, zum Teil auch drei oder viermal zurück, weil man immer wieder neue Fähigkeiten kriegt und entsprechend dann auch in den alten Levels wieder neue Sachen machen kann. Wie gesagt, ich mag sowas, weil man... Ich finde, das macht so ein bisschen spannend, wenn man von Anfang an sieht, hey, da kann man das und das tun. Aber man kann es eben noch nicht tun, sondern erst später. Treffer. Raketen? Waren nicht gerade welche? Wie sind die spawned? Und daher muss ich sagen, dieses Spiel gefällt mir bisher echt sehr gut. Oh, das ist der Schlüssel zu meinem Haus. Warum gibst du ihn einfach her? Komm rein. Ich habe eine Belohnung für dich. Okay. Der ist gerade drüber gelaufen. Warum kann ich da nicht drüber laufen? Das ist gemein. Santas Haus. Okay, erstmal nochmal speichern. Da links unten sind auch wieder Stacheln. Wie heißen die? Achtung, Todesfalle zu ihrer Linken. Eine Berührung heißt instant tot, also sofort tot. So, danke, du hast mich wirklich gerettet da. Hier, du kannst das haben. Ein Feuerball! Suchst du jemanden? Ich habe niemanden sonst hier gesehen. Wenn du weiter suchen willst, dann musst du durch den Kamin in Chakos Haus. Geht das mit dem Feuerball? Nee, ne? Mit dem Feuerball... Hat er unendlich viel Munition? Das ist ja cool. Das gefällt mir. Ja, aber wie komme ich da jetzt durch bei Chako? Ich muss ja das Feuer irgendwie löschen. Geht es vielleicht mit einem Raketenwerfer? Habe ich das schon versucht? Also mit der normalen Pistole funktioniert es nicht. Ich probiere das gerade nochmal, weil die unendlich viel Munition hat. Nein. Raketenwerfer? Nein. Und Feuerball? Auch nicht. Crackles. Die Holzkohle brennt. Okay, da ist jetzt allerdings auch nichts hinten dran. Von daher... Hier habe ich gerade nochmal die Raketen aufgefüllt. Also weil da jetzt nichts hinten dran ist, ist es nicht unbedingt zuverlässig, jetzt davon auszugehen, wenn es nicht funktioniert, dass es dann immer nicht funktioniert mit dem, mit dem Feuerball. Oh, man kann nur zwei Feuerbälle gleichzeitig haben. Wie bei Super Mario. Das sieht auch so aus wie bei Super Mario. Das ist ja cool. Level up, kann ich jetzt drei haben? Oh, wow. Moment. Eins, zwei, drei. Nochmal. Eins, zwei, drei. Okay, drei Stück. Wow, da ist ja einer. Okay. So richtig hochschießen oder horizontal in der Luft schießen kann man mit dem Feuerbällen nicht. Okay, jetzt warte ich, bis der runterkommt und dann, zack, kriegt er die Feuerbälle ab. Aber ich muss sagen, ich mag's. Feuerbälle hat was. So Super Mario Feuerblumen-mäßig, wirklich. Ich mag die Feuerblume. Nur die Feder ist besser. Aber ich glaube nicht, dass es die hier gibt. Yay, Level 3. Was kriege ich jetzt? 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Die wahrscheinlich noch mehr Schaden machen diesmal. Ah, die kommen runter zu mir. Diese Fledermäuse. Das fällt euch ein. Moment, da muss ich mal eben das da machen. Ups. Ah, wie kriege ich die? Ach so. Und doch, der Feuerball. Also die Feuerbälle. Macht Spaß, doch. Na. Okay, das reicht nicht ganz. Habe ich genug Raketen? Jawohl.
Okay. Ich gehe einfach davon aus, weil der mir das gerade gesagt hat, dass ich da jetzt gleich durch kann. Es ist gefährlich, was ich da habe. Er meint wohl den Feuerball. Ob ich ein Reisender bin? Ja, bin ich. Die Flammen sind im Weg, ja, aber ich kann nicht vorbei. Ah, du möchtest durch meinen Kamin durch? Ja. Dann brauchst du den Kugelfischsaft, den du von Jellies? Kugelfischen? Jellies? Okay. Wo sind Jellies? Was sind Jellies? Also ich würde sagen. Ah, die Viecher da. Das sind wahrscheinlich Jellies. Okay. Habe ich den jetzt? Nee. Ich weiß, ich sollte nicht so die Erfahrung farmen. Oder nicht unbedingt. Aber es ist einfach so. Ja, ich weiß nicht. Feuerball Level 3 gefällt mir. Möchte ich gerne behalten. Hey. Ich dachte, die droppen irgendwie Saft oder so. Haben sie jetzt bisher gar nicht. Moment. Das funktioniert nicht mit den Feuerbällen. Jetzt aber kann ich den von. Nein. Ach, was soll's. Erstmal hier aufschießen. Und dann den da platt machen. Ich brauche die Erfahrung ja gerade gar nicht. Aber den da will ich auch platt machen. So. Und den kriege ich mit der Pistole. Es darf immer mehr Gegner werden hier. Ah! Die fliegen über mich. Das gefällt mir nicht. Vor allem, weil die irgendwann runterkommen. Die Frage ist nur, wo kriege ich den Saft her? Die scheinen ihn ja nicht zu droppen. Mir fehlen zwei Raketen, ne? Ist da noch eine? Nein, das war blöd. Den da wollte ich. Für die da oben. Hey! Kommst du runter? Gut. Heilung brauche ich nicht. Egal, nehme ich. Verschwindet sowieso nach einer Weile. So, ein weniger. Ist es vielleicht das Zeug da oben? Ich weiß es nicht. Na. Komm schon. Ups, nein, das ist Schaden. Ah, das ist der Deckel quasi. Das sehe ich gerade. Vielleicht hat er das Zeug ja doch. Bin ich jetzt gar nicht mal so abwegig. Boah, wie viel der aushält. Ah, er hat eine Kiste verloren und da ist der Jellyfish. Ach, Jellyfish sind doch Tintenfische. Der Tintenfischsaft. Tinte sozusagen. Jetzt fehlt mir natürlich die Erfahrung, aber mir wurde ja gesagt, ich soll da nicht so sehr drauf achten. Deswegen ist mir das mal einfach spontan egal. Ich bin da immerhin Level 2,5. Und hier kriege ich ja nochmal ein bisschen was. Oder? Ja, ich kriege hier was. So, habe ich den als Waffe? Nein. Das heißt, der wird wahrscheinlich automatisch benutzt, sobald ich durch das Feuer durchgehen bin. Yay, du hast ihn? Faszinierend. Du kannst immer nur einen tragen, aber du kannst ihn so oft nehmen, wie du willst. Verliere ich den jetzt? Ja, den verliere ich, aber ich kann ihn wiederholen.